Also ich bin Nachbar mit dem Beresivio-Kurt. Ich liege spazieren und wir wohnen da am Tannenhof. Das ist eine Stiftung. Und da sind wir zum TCS Campingplatz am Neuenburger See gegangen. Das ist 1,5 Kilometer vom Tannenhof entfernt. Und das ist der grösste Campingplatz der Schweiz. Es hat über 1'000 Wohnwagen. Und er ist im Winter geschlossen und im Sommer offen. Und er darf noch bis 2024 so weitergeführt werden, wie er besteht. Und Naturschützer haben sich stark gemacht gegen den Campingplatz. Sie haben politische Einsprache erhoben, dass der Campingplatz im Naturschutzgebiet geräumt werden muss. Was ich persönlich sehr schade finde, weil der grosse Campingplatz hat natürlich der Gemeinde ein paar Millionen Steuergelder eingebracht. Und jetzt muss halt die Gampel den Gurt ein bisschen enger schnallen und mit weniger rüberkommen, weil es hat da nur ein paar Bauern. Und eben die Stiftung Tannenhof. Und die tut da nicht so viel Steuern abliefern, dass sich der Gampel das Leben in Saus und Braus leisten kann. Und heute sind wir früher gesehen, eine Portion Pommes frites gegessen und ein Cola Zero getrunken. Und die haben dort also tatsächlich eine Pizzeria mit Pommes frites und Schnitzel und Cordon Bleu und Koteletten und Rostbeef. Es hat so ziemlich alles. Es ist ein gutes Restaurant, ein grosses, neu eingerichtetes. Und dazu gibt es noch Verkaufsladen. Und in 4 Jahren können sie das alles zusammen zutun, das Restaurant, der Campingplatz, nur wegen der Naturschützer, den unterbemittelten Typen und Frauen. Also die Naturschützer sind einfach unterbemittelt. Und zwar alle zusammen, die Frauen, Kinder und Männer. Weil, der Campingplatz, der hat jetzt keinem Leid, Tier etwas zu leid getan. Dort waren alle Leute sehr friedlich und es hat sogar eine Security, Bronco-Security, zwei Typen von denen. Und dazu ist noch alles Video überwacht. Also da kann wirklich praktisch nichts passieren. Wir haben mit so einer guten Überwachung. Und ich finde es schade, dass jetzt der Campingplatz nur wegen Naturschützer muss schließen. Schließlich ist der Campingplatz schon 35 Jahre alt. Und jetzt soll es plötzlich ein Problem sein gegenüber den Tieren. Es hat schon ein paar Enten und zwischendurch ein Reh und ein Fuchs, wo im Naturschutzgebiet oben spazieren. Ich habe schon mal einen Wildzug gesehen. Aber die Tiere, die stören sich nicht am Campingplatz, sondern sie anständige Leute, die nicht schnell fahren vom Campingplatz. Es hat einfach Wohnwagen und Zelt. Aber stört das die Wildnis nicht. Also die Fauna ist genau gleich gut, ob sie Camper oder nicht.